Yo, moin Leute, hier ist euer Mr. Gunship und mein Name ist Raphael. Ja, wir reden jetzt hier es gibt ein neues Up-Verfahren in der Stade, also kommt raus, wenn SP6 rauskommt. Weil in Korea, gibt es schon dieses neue Up-Verfahren. Das neue Up-Verfahren ist nicht, dass man die SP irgendwie plus 20, also schon, aber nicht die Flügel oder so. Das bleibt bis plus 50, das kann man nicht upgraden, aber es ist so, man kann bis wie ich es richtig gesehen habe, bis plus 20 upgraden. Das ist so ein spezielles Upgrade, das man nur bei Melkorn upgraden kann, aber ich weiß nicht, ob die SP dann kaputt geht. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass man das upgraden kann. Es kommt je nach an, was für Job die SP ist, umso höher das Job ist, umso mehr von diesen neuen Dinger braucht man. Ich habe Schattenmagier, dann gibt es vielleicht Schattenrubin heißt es. Von Job 80 bis 99 braucht man 5 Stück und dann plus Geld 100k ist nicht viel. Und dann bekommt man plus neue Skillpunkte, aber die Skillpunkte, die man hier bekommt, also hier wird irgendwie so ein Schrägpunkt sein und dann plus 1, plus 2 hier, so irgendwie so hier so länger. Und dann hier Punkte, also irgendwie hier Skillpunkte, warum steht denn das jetzt nicht? Hier Skillpunkte und dann irgendwie hier auch so ein Schrägstrich, neue Skillpunkte. Und die Skillpunkte, die bekommt man irgendwie zufällig von einer Anzahl. Vielleicht bekommt man mal 30 Stück, mal 20 Stück, irgendwie sowas. Ja, und dann verteilen sie sich hier automatisch, also selbst. Also irgendwo hier, man kann sich selber ab, es zählt sich automatisch irgendwo. Also ich finde es richtig gut eigentlich. Dann habe ich eigentlich dann. Ist einfach nur geil, bis zu 20 dann, Alter, dann ist die SP dann einfach nur imbar, dann kostet die, dann wird sie noch mehr wert sein. Einfach nur geil. Moment, muss ich hier schließen. Überall werden so Schrägstriche hier sein, irgendwo hier. Sag mal Angriff plus 100, hier plus 5, hier plus 20, und dann kommt man plus noch Resti. Kann man auch bekommen. Ich habe mir so ein Video angeguckt von, keine Ahnung, wie der Typ heißt. Resti ist am wichtigsten, also in der Stade. Resti und Verteidigung. Man kann bis plus 20 halt upgraden, das neue Upgrade-Ding. Also, ich weiß nicht, ob das dann kommt, wenn SP6 kommt, ob das neue Upgrade-Verfahren abkommt, oder vielleicht ein bisschen später, aber ich hoffe, das kommt dann auch. Dann, Rubine und so kann man halt, je nach SP, Element, kann man sie dabei, 8-4-Rate, farmen. Wenn man Feuer SP halt bei Feuer Raid, Schatten SP bei Schatten Raid, halt da kann man die Dinger dann halt farmen und dann seine SP halt dann zusätzlich upgraden, um mehr Skillpunkte zu haben. Wie gesagt, die Skillpunkte, die skillen sich dann automatisch, das ist dann zufällig, wo die hinkommen. Also finde ich, ist keine schlechte Sache. Also ja, bis plus 20, dann man hat plus 200 Skillpunkte und die gehen irgendwo hin, habe ich noch gehört, dass man irgendwie plus noch was skillt, dass man irgendwie noch Resti dazu bekommt. Ja, wenn man Ding dann, wenn man Glück hat, bekommt man hier plus 5, hier plus 2, 3, 5, irgendwie sowas. Dass man hier plus noch Resti bekommt und hier auch noch, also und plus noch hier. Finde ich eigentlich richtig gut gemacht. Also dann, ja. Aber das ist halt, ich finde es ein bisschen unfair gegen die Lubis, also die. Sagen wir mal, ja, auch plus 9 haben, aber das, die Sachen nicht farmen können, weil sie, ja, wie gesagt, nicht gut sind. Und dann kommen hier diese Imba-Leute mit plus 15 S plus noch seine Upgrade, diese speziell Upgrade plus 20, glaube ich, gibt es. Aber ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube schon, es gibt plus 20, was ich da gelesen habe. Ja, und dann werden sie noch Imba ran, dann einfach nur übertrieben, einfach, aber wenn sie da macht. Und ich glaube, es gibt da Leute, die farmen diese Dinger und verkaufen diese und dann kaufen sich die anderen, ja, und dann, ja, einfach nur geil gemacht, finde ich, dann wird man noch besser sein, dann kann man für LDT noch mit Damage raushauen, 8-4, also ich freue mich schon, also, wenn es jetzt rauskommt, dieses neue Upgrade, mache ich da mein Red Mage, also alle meine SPs, also ich glaube, zuerst manchmal Schattenmagier und mein Red Mage, die sind dann die wichtigsten SPs, ich brauche dann je 5 diese Steine, die man dann upgraden will. Ja, 5 Steine upgrade ich dann gleich zu plus 20. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob die SP kaputt geht oder nicht. Also ich habe da jetzt echt ein bisschen Angst, aber wenn die kaputt geht, kann ich ja durch diesen Seelenstein. Aber ich glaube eher nicht, dass es kaputt geht, das ist nur failed. Aber es geht halt nicht kaputt, du hast halt failed, es hat gefailed.
Ja, irgendwie sowas. Oder es geht immer, oder es fällt nie und es geht einfach so. Und die Steine sind sehr selten zu farmen. Dann würde ich ja verstehen, dass man bei Malcolm wirklich upgraden muss. Das war ja damals auch so, dass man, oder was damals so, ich kann mich daran erinnern, vor 6 Jahren glaube ich, dass es kein Abschutzfall gab. Aber ja, kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Ja, das ist jetzt die Information über das neue Upgrade-Verfahren, dass man die Upgrade bei Affenwald irgendwie so farmen kann und bei Akt-4-Raids farmen kann. Ja, genau, dort kann man sie dann überall farmen. Und ja, SP6 kommt raus, freue ich mich schon auf SP-Licht, Wasser-SP. Ja, das war's dann jetzt auch von mir. Und bis zum nächsten Mal.